liebe Kosmonauten und Astronauten, sehr geehrte Moderation, meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich ist es eine große Ehre, heute hier dabei sein zu dürfen und ich möchte Ihnen ein bisschen ein paar Impressionen über Horizons zu den Experimenten und zur Mission insgesamt geben. Vieles haben wir schon gehört durch die Vorredner, Herrn Wörner und Herrn Ewald, und ich möchte das gerne ergänzen. Ich habe Ihnen ein bisschen zu ISS und Horizons Facts, Vorbereitung und Training und dann natürlich das Wichtigste, das Experimentalprogramm. Die Internationale Raumstation, das ist angeklungen, geht in diesem Jahr, ist 20 Jahre in Betrieb, und das ist ein historisches Foto mit ATV und Space Shuttle vom Juli 2011. Seit Beginn der ISS gab es etwa 2000 wissenschaftliche Experimente, davon ungefähr 330 deutsche, europäische und deutsche. Bedeutet ungefähr 2900 Wissenschaftler aus nahezu 100 Staaten. Und das Ergebnis wird unter anderem gemessen in den Publikationen der Wissenschaften, nämlich das sind 4700 und davon eben 1400 aus Deutschland. Und so kann man mit Fug und Recht behaupten, wenn man diese Zahlen sieht, das ist das größte Kooperationsprojekt der Menschheit. Und ich hoffe sehr, dass es weitergeht, und ich würde da auch gerne weitermachen, selbst als Ingenieur natürlich. Und dass man das auch andernorts zu würdigen weiß, ist ein Eindruck aus Baikonur, und das Plakat hat mich einfach gefreut. 20 Jahre ISS, und ich finde das großartig. Wir haben im Februar diesen Jahres 10 Jahre Columbus-Betrieb, das Europäische Raumlabor, auch einen Jahrestag gehabt, 10 Jahre ATV-Erstflug, und ich hatte die Ehre, für das DLR auch das ATV-Programm mitzubetreuen, und ja, ich kann es gar nicht glauben, dass das schon vorbei ist quasi. Und eben heute beginnen wir den 40. Jahrestag zum Flug von Dr. Sigmund Jähn. Und dann im November 20 Jahre Raumstation. Die Crew, Sergei Prokopjew als Soyuz-Kommandeur und Bordingenieur der Expeditionen 56 und 57, die Serena Orman-Chancellor von der NASA als Bordingenieurin und Alexander Gerst eben auf seiner zweiten Mission als Bordingenieur. Der Start war am 6. Juni, angedockt wurde am 8. Juni, und die Rückkehr wird, wenn alles klappt, am 13. Dezember sein. Im Moment sind zwei Außenbordeinsätze geplant, am 20. und 26. September. Und im Oktober, voraussichtlich am 3., wird Alexander Gerst der erste deutsche ISS-Commander und der als zweiter Europäer überhaupt die Ehre hat. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Bilder noch mitgebracht, so vom Training und von den Impressionen bis zum Start eben. Hier sieht man vor dem Training die Crew im Sternenstädtchen, vor dem Soyuz-Training, auch ein Presseinterview, und das sind sehr entspannte und sehr fröhliche Gesichter, und das freut einen. Hier ist einer der Soyuz-Trainer, und mit nebenan im Kontrollraum sehen die Instruktoren, und das ist mit das wichtigste Training überhaupt bei einer ganzen Mission, das Soyuz-Gerät blind zu beherrschen. Und ich glaube, die Veteranen, die hier sind, die können das bestätigen. Das ist ein Bild von Houston, auch Notfalltraining, Feuer, Druckverlust und Ammoniakeintrag vom Kühlsystem. Und ich muss sagen, für uns war das auch etwas Besonderes, während der Missionsunterstützung, während der Pressereise so nahe einfach mal ranzukommen. Also da sind jetzt zwischen uns, den Presseteams aus Deutschland, etwa 1,5 Meter, und das war für uns auch, wir waren Teil dieser Atmosphäre, und das war etwas Besonderes. Hier sieht man das Training vom Einfang des japanischen Versorgungsfahrzeugs HTV, und das ist wie ein Echtzeitkino, damit aus der Cupola mit dem Robotikarm das Fahrzeug eingefangen oder gepackt sozusagen.
und dann manuell sehr vorsichtig an die Raumstation angekoppelt. Und dann kann man später, wenn der Druckausgleich geschehen ist, mit dem Entladen oder Betreten und Entladen der Nutzlast beginnen. Für mich als Ingenieur war das Bild etwas Besonderes. Normal ist hier ganz viel Trubel, ganz viele Leute und ich hatte die Gelegenheit, und das hat mich sehr berührt, nachdem das vorbei war, eine Minute zu genießen und diesen Eindruck der Rakete, die Stille auf mich wirken zu lassen oder einfach mal einzufangen, das war für mich auch etwas Besonderes als Ingenieur. Kommen wir zum Wichtigsten eigentlich, worum geht es, nämlich um Experimente. Und hier sehen Sie ein Bild, was Alexander Gerst vor 4 Wochen aufgenommen hat, die Mondfinsternis aus dem Orbit. Er hat den Mond erwischt noch, als er schon wieder aus dem Kernschatten rausgetreten ist sozusagen. Und wir konnten das einen Tag nach dem Live-Call in Künzelsau, von dem ich auch Grüße bestellen soll, hier nach Nordenröde-Rautenkranz, auch beobachten. Die Experimente, das ist schon angeklungen, wir haben insgesamt ungefähr, oder Alexander Gerst hat insgesamt etwa 300 Versuche und Experimente aller Raumstationspartner auf der ISS während seiner Mission. Aus Europa sind das 65 und daraus sind etwa 41 Deutsche mit deutscher Beteiligung. Und natürlich sind die Disziplinen in der Wissenschaft nicht sehr viel anders wie zu Zeiten von Dr. Sigmund Jähn und den Kosmonauten und Astronauten hier. Das Wichtigste sind die Lebenswissenschaften, Biologie, Physik, Materialwissenschaften. Hier habe ich die Fluidphysik nochmal hervorgehoben. Technologie als zentraler Bestandteil. Und dann natürlich ganz wichtig die Nachwuchsförderung. Das Übergeben des Feuers, der Inspiration, der Motivation an die nächste Generation. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Für uns als Missionsvorbereitungsteam ist das natürlich jetzt hier auch eine Herausforderung gewesen. Kosmonauten, Astronauten wollen fliegen. Wir Ingenieure auch, nämlich anhand unserer Experimente. Und wir wollen, dass Alexander und die Kosmonauten und Astronauten das beste Programm da oben haben, die besten Inhalte. Das bedeutet aber für uns, dass wir wenig Zeit haben, wenn wir außerhalb etwas beistellen, und das bedeutet meist 2 Jahre oder ein bisschen mehr, und das ist, werden Sie gleich noch sehen, eine sehr starke Herausforderung, die wir gerne annehmen. Wir haben etwa 15 dieser Schnellläufer-Projekte dabei, und davon sind 3 industriemotivierte, da kommen wir auch zu. Für die Politik haben wir das mal eingegliedert. Das sind ja wichtige Schlagworte. Digitalisierung, Industrie 4.0 ist angeklungen. Gesundheit und Gesellschaft, Energie und Mobilität, Umwelt und Klimawandel. Das sind die Themen, die die Gesellschaft bewegt und wo viele Fragen kommen. Und wir haben jetzt mal geschaut, wo können wir mit unseren Experimenten Impulse setzen, um diese 4 Blöcke zu bedienen oder zu bereichern. Und wir haben von unserer gesamten Experimentportfolio 13 Stück ausgewählt, alphabetisch geordnet. Und Sie sehen, da gibt es doch eine ganze große Schnittmenge, wo man Impulse setzen kann, um hier praktisch diese 4 Blöcke zu bedienen. Für uns ist wichtig als DLR oder auch als ESA natürlich, und das betrifft alle, auch Alexander sieht das so, und alle, die mit ihm fliegen, Zukunft gestalten. Es braucht was Neues, ja, und wir haben vom DLR und auch von der ESA viele Premieren auf der ISS. Die sind hier mal exemplarisch aufgeführt. Flumias, das ist ein Fluoreszenzmikroskop im All als Technologie, dann das Assistenzsystem Siren, da kommen wir gleich noch zu. Das Cold Atomic Slab, große Einstein-Kondensate und Icarus, auch in Kooperation mit Roskosmos und der Russischen Akademie der Wissenschaften. Wo findet Horizons in Deutschland eigentlich statt? Das haben wir mal in einer Karte aufgezeichnet und das ist ein bisschen kryptisch, aber das sind über 160 Punkte. Die blauen sind die DLR-Experimente, die roten die ESA und die gelben diese Amateurfunk-Calls, hauptsächlich mit den Schulen, das ist ganz wichtig.
Und da sieht es ja auch für Sachsen gar nicht so schlecht aus. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Verteilung. Ich habe es schon angesprochen, Mensch und Gesundheit ist ein wesentlicher Punkt der Forschung da oben. Die Schwerelosigkeit ruft viele Veränderungen hervor, wenn man nichts dagegen tut. Verlust von Muskel- und Knochenmasse, Herz-Kreislauf-System, der Flüssigkeitsschiff natürlich, das Gleichgewichtsorgan und das Immunsystem und der gesamte Metabolismus ist davon betroffen. Und das verursacht natürlich auch hier auf der Erde solche Krankheiten, verursachen hohe Kosten. Die Raumfahrt kann dazu beitragen, Gegenmaßnahmen praktisch zu entwickeln und zu erforschen. Und so ist die Astronautik hier ein Vorreiter, eine Pionierleistung, um da in der Technologie und in der Wissenschaft stark voranzukommen. Eines dieser Geräte ist Myotones. Das kann Ihnen den Muskelzustand sofort praktisch in situ anzeigen, nach dem Training oder nach einer, auch hier auf der Erde nach einer Reha-Maßnahme. Sehen Sie sofort, das Gerät gibt Ihnen den Muskelzustand. Und das wird immer wichtiger für die Medizin. Und das ist oben und ist ein sehr umfangreiches Experiment, auch für Alexander Gerst, mit Blutabnehmen, mit Ultraschallmessungen und so weiter. Und sehr erfolgreich. Ich sprach es an, die Fluoreszenzmikroskopie. Das ist mit den amerikanischen Kollegen passiert, über Nanorex implementiert. Das ist nur Vorläufer für ein größeres Mikroskop, was in der Zukunft kommt. Und hier kann man direkt in die Zellen reingucken in 3D. Und das gab es auf der Erde, ist das kein Problem, aber da oben eben unter der Schwerelosigkeit kann man eben Effekte, zum Beispiel wie die Botenstoffe zwischen den Zellen agieren, das kann man direkt sehen und besser verstehen. Und hier ist sehr viel zu erwarten, vor allen Dingen bei Krebsbehandlungen und in der Diagnostik in Zukunft, wenn das Mikroskop fliegt. Und das ist ein aktuelles Bild, was eben auf der Mission von Alexander Gerst gemacht wurde. Und hier sieht man die Zellkerne in blau, Zellskelettanteile in rot und grün. Und wie gesagt, das große, wirkliche Mikroskop wird hoffentlich in ein paar Jahren kommen. Dazu brauchen wir natürlich die Unterstützung der Politik, um da weitermachen zu können. Das ist, was Alexander gerade angesprochen hat, Metabolic Space von der TU Dresden. Ich muss sagen, ganz tolles Experiment. Und zwar sind das drei in einem. Und wir hatten 2014 schon dieses blaue T-Shirt da oben, das Space Techs von den Hohensteiner Instituten bei Heilbronn. Dann haben wir den Thermosensor, den gelben Knopf, den Alexander auf der Stirn trägt. Das misst die Körperkerntemperatur. Und dann eben die Atemmaske mit der ganzen Diagnostik, die man tragen kann am Körper. Und hier, so muss Wissenschaft eigentlich funktionieren. Wir haben drei Experimente, eine Symbiose gebildet und da ist die Summe 1 plus 1 plus 1 ist mehr als 3. Also das ist optimal, so muss es laufen. Und das hat auch in der Vorbereitung ganz toll geklappt. Wir hatten am Freitag noch eine Session für Troubleshooting, das hat Alex angesprochen, jetzt läuft's. So ist Technik. Man muss einfach einkalkulieren, dass manchmal was nicht klappt, dann muss man analysieren und es besser machen. Das ist extrem wichtig. Man lernt auch durch Fehlschläge. Und ja, hier misst man also Atemgas, Diagnostik und auch das wird für die Zukunft von großer Bedeutung sein. Die Experten sagen mir, sagen uns, dass man vielleicht eines Tages Krebs erkennen können wird aufgrund der Zusammensetzung der ausgeatmeten Luft oder andere Krankheiten. Also das ist hochinteressant, mit einem hohen Potenzial für die Gesellschaft hier auf der Erde. Das ist ganz wichtig. Icarus, etwas ganz anderes. Eine Idee vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell. Die Partner sind hier neben dem DLR, die russische Agentur Roskosmos und die Akademie der Wissenschaften mit dem Institut für Geographie. Und diese Außenbordantenne, die wird auf dem russischen Stationsteil dafür sorgen, dass man Zugvögel weltweit praktisch verfolgen kann, gucken, wo die langfliegen. Das ist ein Indiz für den Klimawandel vielleicht. Da kann man Daten ableiten,
Die Vögel ändern ihre Zugrouten und somit kann man vielleicht Rückschlüsse auch auf die klimatologischen Veränderungen geben. Stichwort Vogelgrippe, das ist auch ein Punkt, der hier vielleicht nachvollzogen werden kann. Wie breitet sie sich denn aus? Ja? Also ganz interessant. Und das gibt es mittlerweile auf dem Handy als App schon, aber eben nicht global. Und da sind auch ganz viel Potenziale noch für die Wissenschaft. Die Max-Planck planen auch Insekten vielleicht zu verfolgen mit kleinen Chips. Die sind natürlich noch viel zu groß, die müssen sehr viel kleiner werden. Und hier sieht man Sergei Prokopjew und Oleg Artemjew bei der Montage vom 15. August auf dem russischen Stationsteil. Hier sehen Sie mit den Tellern hier die Antenne. Und wir sind sehr gespannt, wie das Experiment läuft. Und Gratulation an die russischen Kollegen, das ist super. Das ist was ganz Lustiges, ein französisches Experiment. Grip und Grasp, das hat mit Haptik zu tun. Das gab es früher auch schon. Da hat man versucht, verschiedene Tätigkeiten eben besser zu erfassen mit geschlossenen Augen oder mit Funktion, mit der ganzen haptischen Eigenschaft hier, und da gab es also ein Blendungsproblem der Sensoren für die Messapparatur, und Alex hat eben die Deutschlandflagge, die oben ist, genommen und hat diese Lichtwelle abgedeckt, und damit war das Experiment gerettet. Also auch da funktioniert die Kooperation. Sehr lustig, fand ich, und anschaulich gesetzt. So. Sie haben alle von dem Technologie-Experiment Simon gehört, der Crew Interactive Mobile Companion. Das ist ein Stück Science Fiction vom DLR, ein Technologie-Experiment. Das ist noch nicht gelaufen. Wir haben als Ingenieure, die wir das vorbereitet haben, hier sind an der Schwelle der technischen Machbarkeit, das muss man ganz klar sagen. Insofern hat dieses Experiment natürlich auch ein höheres Risiko wie alle anderen. Hier würden wir gerne weitermachen. Die künstliche Intelligenz, die wird vom Boden eingekoppelt und dann oben eingeschaltet. Das ist sprachgesteuert und erkennt Alexander Gerst. Und bei all dem Geräuschpegel auf der Raumstation müssen wir einfach mal sehen, wie das funktioniert. Wir haben das natürlich hier getestet. Ich zeige das auch gleich auf einem Parabelflug. Aber das ist trotz allem eine große Herausforderung. Jetzt muss ich hier gerade mal den Film starten. Ich hoffe, man hört den Ton. Den haben wir zu IBA erstellt vom DLR, und das gibt Ihnen so ein klein bisschen einen Eindruck, was wir damit beabsichtigen. Es ist kein operationelles System, ein Experiment. Das erste seiner Art, ganz wichtig. Ich hoffe, man kann das hören. Sehr, dass das alles klappt, so wie
können, werden wir nächstes Jahr mit dem anderen ESA-Astronauten Luca Parmitano weitermachen und das Gelernte dann schon umsetzen, hoffentlich. Und wir würden gerne auf dem Gebiet auch weitermachen, dass wir den nächsten Schritt, die künstliche Intelligenz zum Beispiel, mobilisieren können und diese Einkopplung nicht mehr brauchen. Dann haben wir viele Bildungsexperimente. Ich habe eines exemplarisch herausgegriffen. Überflieger aus Stuttgart. Überflieger war ein Wettbewerb des DLR mit 3 Gewinnern, Studentengruppen an den Universitäten. Extrem wichtig, hier geht es um Pumptechnologien mit Magnetfluiden, also ohne bewegliche Teile. Das ist auch eine Technologiedemonstration, auch implementiert auf der amerikanischen Nanomec-Seite. Und das ist schon gelaufen und auch da gab es ganz interessante Einsichten und auch für die nächsten Missionen werden wir sicherlich solche Wettbewerbe machen, um das Feuer der Begeisterung weiterzugeben und die nächste Generation zu inspirieren. Junge Leute, es ist gut, dass wir viele junge Leute haben, die sich dafür interessieren. Was ganz was anderes, ich habe hier in den Schaufesten in dieser tollen Ausstellung hier auch Baumsamen gesehen, von Fichten hier vor Ort. Wir haben sowas auch dabei für einen Wettbewerb im nächsten Jahr. Wildblumensamen aus Deutschland, und zwar 2 Kilogramm für einen Wettbewerb im nächsten Jahr. Und der Erzeuger, der Wildblumenretter, der hat die gesponsert und der kommt rein zufälligerweise aus der Nähe von Alexander Gersts Heimatstadt, aus Rabolzhausen. Und wir haben 61 verschiedene Arten an Bord und zur Raumstation zu gelangen ist einfach, aber einen Export in die USA zu machen, ist sehr schwierig. Und wir haben sehr viel bürokratischen Aufwand gehabt mit Pflanzengesundheitszeugnis, ist auch interessant. Wir haben es dann am Schluss, haben es unsere italienischen Kollegen ohne Import geschafft, ich weiß nicht wie, aber es ist alles gut. Also sehr, sehr schön. Zwischenzeitlich wurden sie verloren auf der Raumstation und wir dachten, oh nein, wir müssen den ganzen Prozess von vorne machen. Wir waren schon dabei, neue zu kaufen und die Crew hat 2 Wochen lang gesucht und nichts gefunden. Und vor 1,5 Wochen kam die Meldung, wir haben sie wieder, wir haben sie wieder. Und es ist schön, also alles wird gut. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir gehen für die Erde ins All natürlich. Mit den ganzen Experimenten, die schaffen viele, viele Daten. Diese Daten schaffen Wissen, Wissen für morgen, Wissen, das wir dringend brauchen, eben um Beiträge zur Lösung unserer globalen Herausforderungen zu erzeugen. Wir brauchen innovative und disruptive Ideen verbunden, die wir in diesem einzigartigen Labor auf der Raumstation machen können, um eben hier am Erdboden Methoden und Technologien zu verbessern und die nächste Generation zu inspirieren. Weil all das, was da oben gemacht wird, ist einzigartig und es fließt zurück. Und das ist Grundlage. Die Grundlage haben Sie alle gelegt, die Kosmonauten, die Astronauten, Herr Dr. Jensief. Sie haben begonnen vor 40 Jahren. Das ist einzigartig und ich fühle mich einfach nur geehrt, kann ich nur sagen. Und wir wollen weitermachen. Herr Werner hat den Mond angerissen. Natürlich kostet das Geld, aber aus meiner Sicht ist das gut investiertes Geld. Das ist die Evolution, die wir machen können. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in dieser wunderschönen Ausstellung, in diesem wundervollen Ort. Herr Dr. Jähn, alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön.